Ja, super. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, dass ihr da seid und natürlich auch an dich, Christoph, dass ihr uns eingeladen habt. Das ist total klasse. Ja, wir sind ein kommerzielles Produkt und wir machen das nicht ganz karitativ, aber wir versuchen den Verkaufsteil irgendwie heute ganz kurz zu lassen. Mein Name ist Andreas Michalski. Ich bewege mich in diesem Umfeld Adobe und Marketing-Automatisierung und InDesign-Server schon ein paar Wochen. Irgendwie haben wir mal angefangen mit InDesign 1.2 das als Server zu benutzen und da habe ich mal irgendwie früher so ein Produkt gehabt, das hieß IBRAMS zur InDesign-Automatisierung und da kommt so die Expertise der meisten Leute, die so bei uns im Team stecken, eigentlich her. Ich habe irgendwann das Glück gehabt, IBRAMS zu verkaufen. Ich glaube, es war das Beste, was ich irgendwie tun konnte, nicht monetär, aber irgendwie mal einen Außenblick zu kriegen. Und danach hat sich das Team ein Stück weit wieder zusammengefunden und wir hatten mal irgendwie so die Idee gehabt zu sagen, Mensch, wir machen das einfach alles nochmal. Und dann haben wir irgendwie 1,5 Jahre Software entwickelt und gefummelt und irgendwie festgestellt, dass das alles gar nicht so gut geht, wenn man nicht tatsächlich seine Assets im Griff hat. Also seine Bilder und seine Grafiken und sein Stock Media und diesen ganzen Kram. Und dann haben wir uns im Prinzip angeguckt, wie Plugins in diesem Umfeld funktionieren und haben festgestellt, dass es so richtig gute Plugins aus unserer damaligen Sicht irgendwie gar nicht gibt. Weil wenn ich ein Anwender bin und muss im Prinzip für einen Kunden irgendwas erarbeiten, muss was setzen, muss irgendwie mein InDesign gestalten, dann habe ich eben in der Regel nicht nur eine Datenquelle, sondern klar redet jeder Kunde irgendwie davon und sagt, ja, ich habe ein Zählungssystem und da ist alles drinne. Die Wahrheit ist aber, dass man ein Zählungssystem hat und dann hat man vielleicht irgendwie noch eine Datenbank, keine Ahnung, vielleicht ein Aprimo-System oder eine Dropbox. Und dann will man seine Bilder irgendwie aus einem Adobe Stock haben oder aus einem Getty Images oder aus einem Shutterstock. Und plötzlich ist es dann doch so, dass man drei oder vier verschiedene Quellen hat. Und im Prinzip muss ich als Grafiker, als Designer dann auf ganz unterschiedliche Wege zu meinen Assets kommen. Mal muss ich das eben über einen Webbrowser machen, mal mache ich das irgendwie über so einen Smart Sync. Der andere hat dann vielleicht ein Plugin, das ist aber nicht kompatibel mit dem anderen Plugin. Also ist irgendwie alles, aus unserer Sicht war das irgendwie nicht so richtig effizient. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, dann bauen wir einfach mal ein Plugin, das sich mit allen Systemen verbinden kann, die es irgendwie gibt. Und das haben wir dann angefangen für InDesign zu bauen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das machen wir dann für Photoshop und Illustrator und After Effects und Premiere Pro und InCopy. Und dann kamen Kunden und haben gesagt, wow, das hätten wir aber auch gern für die Microsoft-Produkte und haben das für alle Microsofts gemacht und alle Googles und Figma und Sketch. Und nächsten Monat wird es das für WordPress geben und dann gibt es das für noch ganz, ganz viele andere Systeme. Und die Idee dabei ist einfach, dass wir sagen, wann immer jemand ein Asset braucht, egal wo das irgendwie herkommt, dann findet er mit dem CI-Hub-Connector dieses Asset auf die einfachst mögliche Weise. Und kann es im Prinzip total simpel benutzen. Und dann haben wir gesagt, und wenn wir schon den Zugriff auf das Asset haben, dann versuchen wir da ein paar schlaue Sachen einzubauen, die vielleicht Arbeit auch einfacher machen. Und da bin ich total happy, dass wir uns heute noch entschieden haben, dass der Gerd die Session heute begleitet. Gerd Glaser wird nachher die Demo machen. Gerd kommt seit 20 Jahren aus dem InDesign-Umfeld und könnte euch auch ganz schwierige Fragen beantworten, die ich vielleicht nicht schaffe hinzukriegen. So. So, das heißt, das, was wir euch heute zeigen, ist natürlich im Schwerpunkt InDesign, aber alles, was ihr seht, funktioniert in den ganzen anderen Produkten genauso. Die Idee dabei ist, dann sich mit irgendeinem System zu verbinden. Das Chart ist irgendwie 4 Wochen alt, da sind schon wieder ganz neue zusätzliche Systeme drauf und sich im Prinzip auf die einfachst mögliche Weise mit seinen Daten zu verbinden, die irgendwo liegen. Und inzwischen sind es nicht mehr nur Daten, sondern ich kann mich natürlich an mein Zenshare verbinden und kann aber auch gleichzeitig meine Arbeitsaufträge aus einem Adobe Workfront kriegen oder aus einem Asana-System oder irgendwann aus einem Monday oder
wenn ich im Prinzip mich auch noch darum kümmern muss, wie es rechtlich mit der Benutzbarkeit meiner Bilder aussieht, dann kann ich mich an eine Rechte-Management-Datenbank anbinden. Und wenn ich dann im InDesign-Dokument bin, drücke ich auf den Knopf und dann sagt mir das Plugin, welche Bilder, die ich in meinem InDesign habe, in dem Kontext erlaubt sind und welche nicht. Und ich muss dafür mein InDesign nicht verlassen. Und das ist eben unsere Sicht, wie wir glauben, dass man bestimmte Arbeit eben einfacher machen kann. So. Und wir versuchen eben nicht nur ein breites Spektrum an Plugins zu haben in unterschiedlichen Systemen und viele Backends anzubinden, sondern unsere Idee ist zusätzlich, dass wir sagen, wir wollen nicht nur das beste Produkt anbieten, sondern wir wollen es auch versuchen, zum besten Preis zu machen. Das heißt, die Idee hinter so einem CI-Plugin im Speziellen auch für Einzelkämpfer, für Freelancer ist, dass wir sagen, man muss nicht so ein ganzes Paket für 19 € im Monat kaufen, sondern wenn einer nur InDesign macht, dann kann er genau nur das InDesign-Plugin für 1,90 € irgendwie im Monat bekommen. Und wir versuchen da eben auch zu sagen, ja, wir müssen damit natürlich irgendwie Geld verdienen, aber wir finden irgendwie 1,90 € oder 2,90 € sind was, wo wir vielleicht tatsächlich einen guten Mehrwert für euch alle liefern. Und das ist uns tatsächlich wichtig. So, das war der Vertriebsteil. Wenn es Fragen gibt, freue ich mich. Ansonsten freue ich mich total, nochmal den Gerd vorzustellen und an den Gerd zu übergeben. Wir würden uns heute im Schwerpunkt mal logischerweise im InDesign aufhalten. Okay, ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Gerd Glaser, bin seit circa einem Jahr bei der Firma CI Hub beschäftigt, komme eigentlich aus dem Agenturumfeld, war dann viele Jahre Berater für die Bahn in Sachen Marketing. Ich war sehr viel unterwegs im Endkundenmarketing auch und ja, bin dann nach vielen, vielen Umwegen auch mit dem Andreas zusammengekommen. Wie gesagt, vorhin Ibrahims zusammengearbeitet. Ich war in unterschiedlichen DAM-Systemen unterwegs und ja, seit circa einem Jahr bei der Firma CI Hub hier in Potsdam tätig. Das CI-Hub-Panel, was ihr hier seht, ist eigentlich eine Lösung, mit der ich sagen kann, ich möchte meinen kompletten Content, den ich irgendwo in einem Cloud-Storage oder in einem DAM-System gespeichert habe, direkt in meine Applikation bringen. Das bedeutet, ich bin hier in Photoshop, so sieht das Ding in Photoshop aus und wenn ich mal auf InDesign wechsle, so sieht das in InDesign aus. Also das Panel ist praktisch in allen Applikationen gleich zu handeln. Das heißt, ich muss also, egal in welchem Adobe-Programm ich mich bewege oder ob ich mich in Microsoft Office oder Google Workspace bewege, mich irgendwie nicht umorientieren, wenn ich in dem Panel arbeite, sondern das Interface ist eigentlich immer gleich. Die Geschichte dahinter ist die, ich zeige hier mal ein paar Verbindungen, die ich im Moment aufgebaut habe, welche auch immer standardmäßig in dem Plugin enthalten sind. Das heißt also, wenn jemand von euch einen Getty-Account hat, kann er sich nach der Installation direkt mit Getty verbinden, mit Box, mit SharePoint, mit Dropbox oder mit einem Zellum-System oder einem Weiden-DAM oder mit einem OneDrive SharePoint. Also das heißt, Plugin installieren. Die Connections sind integriert. Ihr braucht eigentlich nur eure Zugangsdaten zu dem betreffenden Quellsystem und könnt euch dann direkt damit verbinden. Der Sinn der ganzen Sache ist der, ich befinde mich jetzt mal hier in der Dropbox. Ich kann also hier über diesen Navigationspfad mich durchhangeln. Ich kann sehr schnell zwischen Anwendungen wechseln. Also ich kann mich hier mit einem Zellum verbinden per Mausklick. Das geht also recht flott. Und ich habe im Endeffekt den kompletten Content. Hier ist den Bereich, wo ich browsen kann, durch Folder und so weiter. Wenn ich mal kurz meinen Box-Account hier aufrufe, also das ist die Box, ist die Ordnerstruktur. Die ist also komplett identisch hier auch nochmal abgebildet. Und wenn ich hier in einzelne Ordner durch einen Doppelklick eintauche, dann kriege ich auch den Content gezeigt. Diese Area hier, in der ich browsen kann und meinen Content sehen kann,
besteht hier aus einem Grid View oder einem Tile View. Also ich kann hier diese Kachelansicht wählen, habe aber auch eine Listenansicht. Ich habe die Möglichkeit, hier auch betreffende Sortierungen vorzunehmen. Hier nach dem Namen aufsteigend, absteigend, hier nach dem Modifikationsdatum. Ich kann hier aber auch noch beliebige Informationen mit hinzufügen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel noch sehen möchte, ob es eine Version von diesem betreffenden Asset gibt, dann kann ich hier noch die Version auswählen und dann sehe ich hier am Ende immer, es gibt von diesen drei Assets hier nur eine Version. Es gibt einen Tile View, in dem ich auch die Vorschaugröße verändern kann. Das heißt, habe ich mehr Assets, kann ich eine kleine Vorschau machen, kann das aber auch hin und her wechseln bis hin zu XL-Vorschauen. Wie ihr seht, haben wir auch von InDesign-Dokumenten eine Vorschau und zwar nicht nur eine simple Vorschau von der ersten Seite, sondern anhand von diesem kleinen Icon, was ihr hier seht, bekomme ich auch die Seitenzahl angezeigt und ich kann auch durch ein Dokument durchblättern. Also ich muss es nicht erst öffnen, um zu gucken, was sich dahinter verbirgt, sondern ich kann hier in dem Thumbnail direkt schon durchblättern. Browsen, ganz einfach, wie wenn ich durch eine Ordnerstruktur mich durchhangle. Genauso funktioniert es hier auch. Gehen wir hier auf ein kleineres. Also ich browse jetzt hier praktisch durch meinen Bilderfolder. Das Ding kann ich auch größer oder kleiner ziehen, je nachdem, was ich gerade da in dem Panel machen möchte. Ich fange einfach mal an. Man kann natürlich ein InDesign-Dokument von hier aus auch öffnen. Das heißt, ich ziehe das einfach hier rüber in mein InDesign auf diese Bühne und dann wird das InDesign-Dokument geöffnet. Ich bin kein großer Satzkünstler, also deswegen bitte ich die Layouts zu entschuldigen schon von vornherein. Aber ihr seht hier ein einfaches zweiseitiges Dokument. Ich habe das jetzt einfach mal mit Platzhaltern versehen und habe das so ein bisschen wie ein Template aufgebaut. Wenn es jetzt darum geht, sowas mit Content zu befüllen, habe ich die Möglichkeit, jetzt einfach in meine Image-Folder zu gehen und mir betreffende Bilder auszusuchen und die hier zu platzieren. Das geht in einem Weg so, ich kann hier einen Target-Rahmen einfach, ich muss aufpassen mit Deutsch und Englisch, also so einen Zielrahmen einfach auswählen. Und wenn ich dieses Asset hier platzieren möchte, nehme ich das einfach und ziehe das hier rüber. Dann wird es aus der Dropbox gezogen und ich kann das hier platzieren. Das heißt also, jetzt habe ich ein Bild aus der Dropbox hier direkt in InDesign platziert. Ich kann das Spielchen natürlich jetzt ganz normal weitertreiben. Das heißt, ich ziehe wieder das nächste Bild und platziere das in diesen Rahmen. Hole mir noch ein Bild und platziere das in diesen Rahmen. Soweit, so gut. Ich habe aber auch die Möglichkeit, Metadatenfelder mir hier anzeigen zu lassen. Das heißt, hier in dem unteren Bereich geht dann so ein kleines Menü auf, wenn ich ein Bild auswähle. Da werden die Details angezeigt. Details sind Metadatenfelder. Hier beispielsweise Name, Größe, das Modified-Datum. Wenn ein Titel vorhanden ist oder irgendeine Caption, dann wird es hier angezeigt. Ich kann mir aber auch beliebige Metadatenfelder, je nachdem, was mein Quellsystem hergibt, mir hier einfach auswählen. Ich kann zum Beispiel auch noch die Width und die Height anzeigen lassen. Wenn da was drinstehen würde, würde das hier alles angezeigt werden. Per Doppelklick kriege ich außer diesen Basic-Metadateninformationen auch Custom-Metadaten angezeigt. Hier am Beispiel, ich bin jetzt gerade mit einer Box verbunden, da kann ich auch Custom-Metadaten-Sets anlegen. Das heißt, ich habe hier ein Metadaten-Set, das heißt My Metadata, bestehend aus Headline, Subline, Copytext, ein Copyright-Vermerk und von mir aus noch ein Country. Und ich kann natürlich diese ganzen Metadaten auch verwenden. Bedeutet, wenn ich jetzt hier einen Textframe habe, dann kann ich diesen Textblock hier aus den Metadatenfeldern einfach nehmen und drag den hier rein. Und so kann ich praktisch mein Template ganz ordentlich hier befüllen.
Wenn die Frames, also wenn die Rahmen hier natürlich vorformatiert sind über einen Objektstil oder so, dann kann ich natürlich die Formatierung komplett übernehmen. Es gibt noch andere Funktionen, wie beispielsweise, wenn ich jetzt hier ein Logo habe, ich habe auf der zweiten Seite von diesem Dokument auch nochmal einen Platzhalter für das Logo. Und ich kann jetzt hier natürlich sagen, okay, mit der rechten Maustaste kann ich sagen Replace. Ich kann aber auch sagen Replace All. In der Hoffnung, dass das hier funktioniert auf die Schnelle. Ah, ich muss es natürlich auswählen. Das tut nicht. Dann sollten eigentlich beide Felder ausgefüllt sein. Hat er mir wahrscheinlich hier nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich habe ich zu lange an diesem InDesign-Dokument rumgespielt. Ja. Aber so kann ich praktisch auch ein Replace All durchführen. Wenn ich jetzt auf der zweiten Seite, ich sage jetzt mal hier, ich versuche mal das gleiche Bild hier noch zu platzieren, ziehe das hier nochmal rein. Und wenn ich jetzt dieses Bild hier auswähle und sage, okay, nimm bitte mal das mit Replace All, nimmt er auch nicht. Okay, tut mir leid, dann muss ich wahrscheinlich hier einen Neustart auf meinem Rechner machen. Aber das heißt, ich kann praktisch Assets hier komplett replacen. Kann ich vielleicht nach einer kurzen Pause dann auch nochmal zeigen, wie das funktioniert. Und es spielt keine Rolle, ob die Texte hier irgendwie vorformatiert sind. Alles, was hier aus den Metadatenfeldern kommt, ist generell immer komplett neutraler Text. Das heißt, ziehe ich ihn irgendwo hin, kommt halt meine Times, wähle ich den Textrahmen aus und platziere den hier in den Textrahmen, wird er halt so entsprechend formatiert. So kann ich also mein Layout komplett aufbauen. Es gibt noch andere Funktionen. Wenn mein Quellsystem zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier ein Photoshop-Dokument drin, das hat 132 Megabyte und ich möchte jetzt nicht ein hochauflösendes Bild hier platzieren, weil mir das einfach zu mächtig ist und für meine Approval-Ausgabe reicht mir ein einfaches Low-Res-File, dann kann ich das auch machen. Es gibt hier die Möglichkeit, ein Low-Res-File einfach auszuwählen. Das heißt, wenn ich hier eine Rendition wähle, 1024 JPEG und klicke auf OK, dann wird die Rendition genommen und ich kann hier eine Rendition einbauen. Also ihr habt jetzt gesehen, das ging recht flott. Das ist halt ganz gut, um schnell ein Layout zu bauen oder für Approval-Zwecke das hier einzufügen. Ich kann nachträglich generell immer alle Bilder gegen ein High-Res-Bild austauschen. Das heißt, ich kann mein komplettes Layout mit Low-Res-Bildern machen, damit es schnell geht, damit ich schnell ein PDF erzeugen kann und keine großen Datenmengen mit mir rumschleppe und kann dann, bevor es zur Produktion geht, das alles einfach ersetzen durch die High-Res-Bilder. Wie das funktioniert, es gibt hier oben so einen kleinen Icon, Links heißt der, und da kann ich mir die kompletten Assets, die in diesem Dokument verwendet wurden, hier auflisten lassen. Das heißt, ich sehe hier die Quelle, bedeutet, alle Bilder, die ich jetzt hier verwendet habe, kommen aus der Box. Und ich kann mir auch noch ein paar Details dazu anzeigen lassen, zum Beispiel, wo das Bild platziert ist. Ich kann über diesen Link auch direkt auf dieses Bild hier springen. Das ist das Hintergrundmotiv, was hier eingelesen ist. Und habe so praktisch eine komplette Kontrolle. Wenn ich ein Bild aus einem anderen System importieren würde, ich kann jetzt mal einfach in eine Dropbox wechseln, springe jetzt mal in einen Dropbox-Account und hole mir mal dort ein Bild. Und ihr seht ja auch oben diese kleinen Icons. Wenn ich da mit der Maus drüber gehe, sehe ich auch die Conversion Rate, die gerade ausgewählt ist. Hier bei der Dropbox habe ich die Conversion Original ausgewählt. Das heißt, ich arbeite hier mit den High-Res-Files. Wenn ich jetzt ein Bild hier platzieren würde und ich
Guck wieder auf mein Checkpanel, dann sehe ich auch hier, dass dieses Bild aus der Dropbox stammt, alle anderen aus der Box. Das heißt, ich verbinde eigentlich mein InDesign-Dokument mit Assets, die in einem Cloud-System oder in einem Dump-System gespeichert sind. Das heißt, ich bin eigentlich hier immer connected. Und bedeutet auch, wenn ich beispielsweise in Photoshop bin und ich nehme jetzt mal dieses Bild, da ich das ja eh schon ein paar Mal verwendet habe jetzt, und ich öffne das mal in Photoshop. Ich glaube, nein, ich habe keinen Pfahl da drin, schade. Aber ich kann es jetzt mal zu Testzwecken einfach mal sagen, okay, ich mache das Ding jetzt mal, damit man das vielleicht besser sieht, mal in Schwarz-Weiß. Und ich gehe hin und sage, okay, ich möchte jetzt dieses Bild hier versionieren. Dann kann ich hier einfach klicken und sagen, Update File mit dem aktuellen Photoshop-File. Klick auf OK. Dann werde ich hier eine Version erzeugen. Das ist allerdings immer abhängig von meinen Rechten, von meinen Rollen und Rechten, die ich habe. Wenn ich das Recht nicht hätte zu versionieren, würde es mir hier auch nicht zur Verfügung stehen. Aber ich kann das, wie gesagt, da über Rollen und Rechte dann auch ganz einfach regeln. So, das Bild ist jetzt hier abgedatet, ist jetzt schwarz-weiß. Ich habe also eine zweite Version erstellt. Das kann ich auch erkennen, indem ich hier einen Doppelklick drauf mache. Dann sehe ich, okay, da hat schon jemand vor mir eine Version erzeugt. Das heißt, ich kann auch hier zurückspringen. Das heißt, ich kann zurück zur Version 2. Ich kann aber auch zurückgehen zur Version 1 und mir diese wieder öffnen. Das heißt also, Versionierung kein Problem und das Rückspringen in ältere Versionen ist auch kein Problem. So, das Bild ist jetzt in der Box, also in dem Cloud-Storage-System abgedatet, versioniert. Was passiert in InDesign? Das heißt, bevor ich produziere, checke ich einfach mal, gibt es irgendwas Neues? Und dann sehe ich, oh ja, hier ist ein Bild drin, da ist so ein kleines Warnungssymbol. Und wenn ich da mal gucke, was dahinter sich verbirgt, dann müsste ich sehen, dass hier ein neues Bild zur Verfügung steht. Ich gehe nochmal auf meine Box und mache einen Check. So, und dann steht hier Newer File Available. Das kann ich auch nochmal überprüfen, indem ich jetzt hier mal gucke. Ich sehe, okay, das ist eingerahmt. Das heißt, dieses Bild habe ich hier in meinem Layout verwendet. Aber es gibt eine neuere Version, das ist diese schwarz-weiße. Kontrollieren kann ich das auch anhand von einem Zeitstempel, der hier immer mitgeliefert wird. Und wenn ich jetzt dieses Bild aktualisieren möchte, okay, ich möchte diese neue Version hier benutzen, dann relinke ich die einfach nochmal. Und dann wird das Bild ja auch ausgetauscht. Das heißt, spielt also keine Rolle, wo das Bild herkommt, wo es stammt. Wir liefern die komplette Information bezüglich Versionierung und so weiter immer mit. Und das kann man einfach über dieses Checkpanel hier prüfen. Ich kann auch Bulk Operations durchführen. Bedeutet, wenn ich hier in der ersten Zeile oben klicken würde, kann ich auch sagen, okay, falls hier irgendwo Low-Res-Daten verwendet wurden, ersetze mir die alle durch das Original. Und wenn ich da hier klicke, dann werden alle Bilder durch das Original ersetzt. Ich habe vorhin dieses Photoshop-Dokument als Low-Res eingebunden. Da sieht man hier auch ein kleines Warning-Symbol. Und jetzt habe ich dieses Photoshop-Dokument hier durch das Original-Photoshop-Dokument ersetzt. Das ist nämlich das hier, was ich hier verwendet habe. Also jetzt ist es der Photoshop-File mit 130 MB hier eingefügt. Also so ist es recht einfach, seine Assets, obwohl sie in der Cloud liegen, im Dokument zu handeln. Was wir hier noch eingebaut haben, ist eine Suche. Das heißt, ihr habt also hier einmal die Möglichkeit, eine Volltextsuche durchzuführen. Also das heißt, ich kann hier einfach einen Suchbegriff eingeben. Er nutzt die Suchfunktion von der Box, die wird hier einfach da drin abgebildet. Das heißt, ich habe komplette
Suche auch mit boolschen Operatoren, wenn ich ein AND, ein OR oder ein UND mit eingebe, wird das auch berücksichtigt. Ich habe auch immer die Möglichkeit, sämtliche Filterfunktionen zu nutzen. Also wenn hier irgendwelche Filter aus dem Quellsystem mitgeliefert werden, dann werden die hier auch angezeigt. Eine weitere ganz nette Geschichte ist diese, dass ich ein Bild hier auswählen kann, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt die Dame hier mit dem Hut schon 1000 Mal benutzt. Ich würde gerne mal nach einem neuen Bild gucken. Und dann kann ich dieses Bild hier einfach auswählen und klicke hier auf die Similarity Search. Klicke hier drauf und dann sage ich dem System, schau bitte mal, ob es zu diesem Bild was Ähnliches in Getty gäbe. Jetzt wird eine Ähnlichkeitssuche durchgeführt und Getty liefert mir hier Motive, die eventuell dazu passen. Und wenn mir eins davon gefällt, dann kann ich das auch einfach nehmen und platziere das vom Getty-System hier direkt in meinem Layout. Das, wenn du mal die Linkspalette von InDesign öffnest, da würde mich interessieren, ob die, ob das jetzt Links sind auf Files, die irgendwie im Cache-Verzeichnis liegen oder ob das richtige URLs sind, die nach Box oder Zählung oder was auch immer zeigen. Also, ich liebe diese Frage, die ist super. Wäre auch meine gewesen. Euro hat mir gesagt. Ja, ne? Also, das ist am Ende ist das total einfach. Nein. Am Ende ist das ganz einfach. Wenn man mit dieser Funktion, die es da irgendwie bei InDesign irgendwann seit 2 Jahren gibt, dass man mit diesen quasi verbogenen URLs als Location arbeitet, muss man ein C++-Programmierung machen. Das machen wir nicht. Ja? Das bedeutet, dass wie überall in den Adobe-Produkten, wenn ihr das Bild einfügt, wird das Bild quasi lokal geladen. Und zwar in der Auflösung, wie ihr das irgendwie gewählt habt, in die Location, die ihr im Download-Dialog voreinstellen könnt. Vielleicht kannst du da nochmal drauf klicken. Das heißt, im InDesign ist es tatsächlich, wenn ihr ins Link-Panel guckt, ist das ein Link auf ein lokales, auf das lokale Asset und das lokale Asset wird geladen. So. Das lokale Asset kann man nur im Prinzip, wenn man das InDesign zugemacht hat, entweder automatisch oder manuell einfach löschen. Weil was wir tun, wann immer ihr ein InDesign-Dokument wieder neu öffnet, kann man das Link-Panel aufrufen und wir können im Prinzip jedes Asset über den Namen, über die Document-ID oder über den Asset-ID, wir nennen das Remote-ID, mit dem verbundenen System reconnecten. Das machen wir immer, wenn man auf diesen Knopf drückt, dann wird das gemacht. Und das hat sogar den Charme, dass ihr im Prinzip, wenn ihr ein identisches Bild habt und wir checken im Prinzip noch so ein MD5-Hash ab, ob das Bild tatsächlich identisch ist, ja, könntet ihr im Prinzip ein InDesign-Dokument mit einem Bild in der Dropbox und mit dem identischen Bild in einem Zählumsystem gleichzeitig verbinden. Und das, was für euch am nächsten ist, würde dann im Prinzip immer genutzt, solange es tatsächlich identisch ist. Der Benefit dabei ist, dass wir eben kein C++ brauchen. Und wenn du kein C++ brauchst, muss man nichts kompilieren. Und damit ist das Plugin im Prinzip wartungsfrei. Wenn es ein C++ wäre, müsste man das immer auf den einzelnen Rechner, also auf Windows und auf Mac und sowas kompilieren. Und das wäre einfach ein riesen zusätzlicher Aufwand und dann müsstet ihr immer ein Update installieren und das fällt für unsere Methode weg. Und das Coole ist zusätzlich, dieses Linken von Assets funktioniert eben nicht nur im InDesign, sondern das funktioniert genauso im Photoshop auf einem Layer oder in einem Illustrator, in einem Layer, gell Gerd, das ist auch ein Layer, mhm. Oder in einem Premiere Pro, in einer Timeline oder in einem After Effects. Das heißt, völlig wurscht, wo ihr seid, diese Linking-Funktionalität mit all der Power, die da drin steckt, könnt ihr in allen Programmen benutzen, außer Microsoft. So, und es gibt noch was, sorry, muss ich noch sagen. Wenn ihr das Links-Panel benutzt, dann habt ihr auch immer die Situation, wenn ihr ein ganz großes Dokument habt und auch das Adobe Link-Panel kopiert ja die Assets auf die lokale Platte,
aber man hat einfach überhaupt keine Kontrolle darüber. Ja? Und mit unserem Link-Panel kann man eben sagen, ich habe jetzt hier irgendwie ein 60-seitiges Dokument, aber ich will nur das Bild auf der Seite 7 updaten. Dann könnt ihr ganz gezielt nur dieses eine Asset updaten und gegen Low-Res oder High-Res tauschen oder gucken, ob es eine neuere Version gibt. Und ihr habt halt einfach die volle Kontrolle darüber. Ja. Und es gibt noch andere Sachen. Man kann eben auch auf das Bild drücken und dann findet man das Asset. Ja, oder man klickt auf das Asset und man findet es automatisch, wo es im Dokument ist. Also da stecken einfach hinter diesem Link-Panel total, also da stecken einfach gute Funktionalitäten, die das sehr mächtig machen. Lars fragt, kann man Metadaten auch im CI-Hub ändern? Das hängt im Prinzip nur von dem angeschlossenen System ab. Die meisten Hersteller machen das nicht, ja, sondern die wollen, dass man im Prinzip das in deren System macht. Aber wir werden dieses Jahr mehr und mehr Systeme sehen, wo ich quasi die Metadaten im Panel direkt ändern kann und zurückschreiben. Ja. Ihr könnt heute schon Kommentare und sowas machen. Ja. Die werden dann auch zurückgespiegelt oder Verwendungsnachweise. Und das wird dann im Prinzip auch auf die Metadaten an sich gehen. Ja. Das heißt, es liegt daran, ob der Hersteller das möglich macht, technisch. Exakt. Und ob der Benutzer Rechte dazu exakt. hat. Exakt, sind immer genau die beiden Dinge. Ja, so ist es. Ja. Der Jens fragt, ich habe den Anfang verpasst, kann man auch lokale Freigaben einbinden, SMB, AFP etc.? Aktuell nicht. Lokale Sachen haben immer ein Security-Problem. Ja? Wir haben auch immer die Anfrage, könnte ich nicht da oben dann auch meine lokale Platte sehen? Das ist einfach ein Security, ein Sandbox-Problematik. Wir denken darüber nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sowas gibt. Im Moment brauchen wir immer eine API, damit wir auf die volle Funktionalität des Storages zugreifen können. Ich habe zusätzlich noch das Problem, ihr seht ja auch, dass ihr eigentlich für alles immer ein Preview bekommt. Ihr kriegt natürlich nicht für alle File-Types ein Preview von der lokalen Platte. Und ihr habt auch nicht die Möglichkeit, auf einer lokalen Platte tatsächlich Versionen und so Sachen zu haben. Das unterstützen wir natürlich immer. Ja. Aber das hat das. Also eine Möglichkeit wäre es, ich shoppe für mich und mein Team ein Google Drive oder ein, wie heißt das Ding da unten? Oder. Genau, Dankeschön. Und schaufel den Kram da rein. Mhm. Ja, genau so ist es. Was mache ich denn, wenn ich, wie du das eben gezeigt hast, von einem dieser Assets ein Low-Res-Bild in mein InDesign-Dokument eingebaut habe und jetzt will ich den ganzen Job nach außen vergeben? Er verlässt meine Firma. Vielleicht geht es zu einem Partner, der auch keine Berechtigungen auf das System hat, aus dem total das Bild, easy. Die Grafik kommt. Weil verpacken wird dann ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Doch, klar, absolut. Ha, ja, natürlich. Also ich kann im Endeffekt, wenn ich jetzt so ein komplettes Package irgendwie erzeugen möchte, ich mache das jetzt mal am Beispiel hier, ich gehe mal einfach in die Dokumente. Ich kann hier über diesen kleinen Button, über Add File, natürlich einfach sagen, okay, ich möchte das komplette InDesign-Dokument hier hochschubsen. Ich kann sagen, mach mir bitte ein PDF davon und nimm mir bitte die auf meinem System verfügbaren Job-Options. Ich nehme jetzt mal hier, ich mache jetzt mal kleinste Größe irgendwie, damit es jetzt nicht so mächtig wird. Ich kann aber auch sagen, mach mir ein InDesign Package mit oder ohne Bilder und mach mir, wenn du mir das Package erzeugst, was ja ein ZIP-File sein wird, von der ersten Seite bitte ein PNG, damit ich nicht nur ein ZIP-File sehe, sondern damit ich dann auch zu diesem ZIP-File ein Preview habe, um welches Dokument es sich da eigentlich handelt. Und wenn ich jetzt hier auf OK klicke, dann wird das jetzt alles lokal zusammengeschustert und
Die Links werden gecheckt und wird alles gepackt. Das PNG wird jetzt gerade geschrieben und jetzt findet ein Upload in die Box statt. Wird noch eine Sekunde dauern. Da ist jetzt hier bei 70%, 90%, 100%. Und jetzt hat er mir praktisch das PDF von eben hochgeschoben und hat mir jetzt auch den ZIP-File hier hochgepackt. Könnt ihr den ZIP-File jetzt downloaden, aber ich hätte jetzt eben das Gleiche, was ich eben gemacht habe, auch sagen können, nimm mir bitte ein SharePoint und lad's dort hoch. Oder das nimm mir ein Schieß mich tot und lad's dort hoch. Spielt keine Rolle. Ja. Und du kannst es auch immer ohne Bilder hochladen und wenn derjenige, der das dann öffnet, ein CI-Hub hätte und der wäre auch an die Box verbunden, dann würde er quasi nur das InDesign-Dokument öffnen mit den Lay-Files, wird auf Linken klicken und die Links würden alle restored werden. Fertig. Ja. Das heißt, die Verbindung vom Dokument zum Asset in der Cloud oder in einem Dump-System, die bleiben immer erhalten. Wenn ich nur ein Dokument hochschubse, dann wird das System die Assets in dem verbundenen Quellsystem finden und bei Bedarf auch reconnecten. Also wenn ich eine IRS-Ausgabe machen möchte oder so. Aber beide Parteien müssten dann Plugin besitzen, richtig, ne? Bitte? Ja. Wenn er kein Plugin hat, dann kann er einfach das, dann würde ich das immer mit Bildern verschicken. Und dann ist es eben ganz normales Plugin, in dem alles, ganz normales Package, in dem alles drin ist. Dann braucht er keinen CI-Hub-Connector. Na, der Peter Fischer fragt, was würde passieren, wenn man die Verpacken-Funktion von InDesign benutzt? Wenn ich es richtig verstanden habe, solange man nur mit der hochaufgelösten Version gearbeitet hat beim Platzieren in InDesign, würde die Verpacken-Funktion ganz normal funktionieren, weil das hochauflösende Bild ja beim Platzieren in InDesign in den Cache-Ordner lokal runtergeladen wurde. Mhm. Außer ich hätte halt, wie du es eben gezeigt hast, eine runtergerechnete Version platziert, um Platz zu sparen, Performance zu sparen. Dann ist auf meiner Platte auch nur die runtergerechnete Version. Genau, ja. Wenn ich jetzt mit meinen runtergerechneten Versionen arbeiten würde, ich layoute bis zur Freigabe und wenn es zum Verpacken kommt, zum Sippen, dann kann ich ja einfach hier sagen, okay, relinke mir alle vorhandenen Bilder mit dem Original, also mit dem Hi-Res, und ich verpacke anschließend, habe ich den gleichen Effekt. Also ich kann so lange mit Low-Res-Files arbeiten, bis ich entweder ein Hi-Res-PDF produzieren möchte oder eine Verpackung durchführen möchte. Mhm. Ich kann mit einem Klick dieses... Ich sage jetzt mal, früher hat man diesen OPI-Prozess da genannt, ja, dieses Ersetzen von Low-Res und High-Res, das kann ich hier einfach über einen Mausklick durchführen. Cool. Und was ich natürlich auch machen kann, ich habe ja eben hier das Bild gefunden in Getty, habe das Bild von Getty hier platziert, jetzt habe ich das gekauft und jetzt möchte ich das natürlich auch in meine Dropbox hochschubsen. Das heißt, ich möchte es nicht länger in Getty verwalten. Ich könnte es in Getty verwalten, aber wenn ich es lokal haben möchte, wähle ich das Bild einfach aus, klicke auch wieder diesen kleinen Plus-Button und sage, nimm mir bitte nicht das aktive Dokument, sondern nimm mir hier dieses JPEG. Und wenn ich jetzt wieder auf OK klicke, dann wird das Bild, das ich platziert habe, jetzt hier in meine Box hochgeladen. Oder in mein Quellsystem, was ich ausgewählt habe. Cool. Noch eine kurze Detailfrage zu dem Blättern, was du ganz am Anfang gezeigt hattest. Mhm. Das ist, wenn ich es richtig verstehe, also die Möglichkeit, durch ein Dokument zu blättern, ist ein Dienst von CI-Hub. Das ist nicht etwas, was das jeweilige System anbieten muss. Nein, ist völlig wurscht, ja. Hm. Ihr kriegt ja zum Beispiel, wenn ihr eine Dropbox benutzt, kriegt ihr ja nicht mal in der Dropbox ein Preview von dem InDesign-Dokument. Ja. Und wenn ihr hier eine Dropbox benutzt, dann organisieren wir das alles. Ja, okay. Ihr kriegt InDesign-Previews von der Dropbox. Ja. Könnt ihr eigentlich Hive-Bilder verwalten?
Uns ist das völlig egal. Wenn das System das kann, können wir das auch. Weil da können ja auch mehrere Bilder in so einem Paket drin sein. Mhm. Ah, cool. Ja. Nutzt noch niemand, war jetzt eine Nerdfrage. Ja, aber das kommt jetzt immer mehr, weil das ist jetzt gerade, das fängt jetzt an, irgendwie überall implementiert zu werden. Wir diskutieren auch gerade, ob wir 3D-Renderings da drinnen als Previews anzeigen können und so. Das kommt auch alles. Ja. Wir nennen das im Prinzip eine Kompensator-Funktionalität. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn ihr in eine Dropbox geht, ja, kannst du nochmal schnell auf eine Dropbox gehen mit einem Bild? Da kriegt ihr eben auch Keywords angezeigt oder die Metadaten aus einem JPEG. Das kann eine Dropbox eigentlich auch nicht. Machen wir dann trotzdem. Also ich bin jetzt halt in der Box hier, ja. Ja gut, die Box kann natürlich mehr als eine Dropbox. Ah, ja. Das ist halt einfach, die ist halt cool. Ja. Ja. Was man halt noch machen kann, was ich eben jetzt hier gezogen habe, ich kann natürlich hier auch InDesign Snippets verwalten. Ich habe jetzt eben so ein Snippet hier gezogen. Das heißt, wenn ich jetzt praktisch mal Legal-Texte habe oder so Fußnoten, rechtliche Sachen, dann kann ich mir die hier abspeichern und einfach auch per Drag-and-Drop hier platzieren. Kann aber auch bestehende Elemente hier einfach markieren. Wenn ich jetzt hier diesen Header nehmen möchte, wenn ich jetzt hier auf Plus klicke, dann wähle ich halt hier aus und sage, okay, mach mir bitte ein Snippet daraus. Ich gebe dem Kind noch einen Namen. Und wenn ich auf OK klicke, dann wird jetzt aus diesen selektierten Objekten ein Snippet erzeugt, ein Preview. Und wie ihr seht, wird das dann hier dargestellt und ist praktisch ein Element, was ich wie ein Baukastensystem dann einfach wieder per Drag and Drop. Wenn man jetzt einfach ein leeres Dokument aufmacht, kann man das Snippet einfach reinplacen. Fertig. Und wer in meinem Team auf diese Daten zugreifen kann, das wird über das jeweilige System in diesem speziellen Fall exakt geregelt. Exakt. Der CI-Hub-Connector ist immer transparent zu den Rechten, die das verbundene System hat. Also wenn du eben in der Dropbox auf diese Folder nicht zugreifen kannst, dann kriegst du die hier auch nicht angezeigt. Wenn du kein Recht hast, das Bild runterzuladen, dann kannst du es auch nicht runterladen. Ja, also ja. Das ist immer in dem angeschlossenen System zu verwalten. Fertig. Und ihr bietet quasi nur in Anführungsstrichen einen Blick aus InDesign oder welchem System auch immer in diese Dropbox oder was auch immer rein. Exakt. Der Peter Fischer fragt noch, wo findet das Umrechnen zwischen High-Res und Low-Res statt? Wird das on the fly beim Laden in den lokalen Cache gemacht? Fragezeichen. Nein, das hängt auch davon ab, dass das angeschlossene System die zur Verfügung stellt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber wenn ihr in eurem Zelum-System oder irgendeins, das du da auswählst, Gerd, wenn ihr da quasi in der Konfiguration durch den Hersteller festgelegt habt, dass das Zelum-System erzeugt immer ein Low-Res und ein PDF-1 und ein 72 DPI und die haben auch spezifische Namen, ja, mir wegen das nur montags und das am Dienstag, dann werden die genauso auch da angezeigt. Sieht jetzt zum Beispiel, Zelum bietet jetzt in diesem Ordner halt diese Conversion-Raten an. Selbst wenn jetzt hier drin steht, optimized für Web und man weiß nicht genau, was ist denn das eigentlich für eine Auflösung, dann kann ich mit der Maus einfach drüber gehen, dann sehe ich, das ist eine 1280 mal 800 in 72 dpi. Also die sind immer im Kontext zum Quellsystem zu sehen, was das Quellsystem an Varianten anbietet, die werden hier auch gelistet. Ja. Und die Namen. Auch da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Also eine Dropbox zum Beispiel kann eigentlich keine unterschiedlichen, Renditions. Da gibt es die dann trotzdem. Ja, also die Idee ist eigentlich immer zu sagen, wir versuchen dem Benutzer, egal welches System er benutzt, eigentlich immer den gleichen Komfort zu bieten. Ja, manchmal geht es und manchmal geht es eben nicht.
Bei der Dropbox zum Beispiel, da seht ihr, da könnt ihr die nicht auswählen, weil die Dropbox die Bilder in einem falschen Farbraum liefert. Wenn ihr aber mit einem Illustrator oder mit einem PowerPoint arbeitet, dann würde das funktionieren. So, was ich hier machen kann, ich mache jetzt hier mal ein Dokument auf. Da ist ein bisschen Grep mit eingebaut hier. Aber wie ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel hier einfach so einen Block aufgebaut. Das ist ein Block, Bildrahmen, ein bisschen Text und ein bisschen Grep. Und ich habe hier ein paar Abbildungen. Das habe ich hier unter den Assets hinterlegt. Ich habe jetzt zum Beispiel hier 25 Abbildungen und die haben alle ein bisschen Content in den Metadatenfeldern, wie ihr seht hier. Ich habe hier einen Titel, hier ist eine Caption und so ein paar Metadatenfelder habe ich jetzt einfach mal ausgefüllt. Ich habe also die Möglichkeit hier einfach zu sagen, okay, ich möchte jetzt mal aus all diesen Abbildungen, die ich jetzt hier drin habe, diese 22, möchte ich mal einen Export fahren und möchte die, ich mache mal hier so ein Multiselect. Ich habe die jetzt also alle sortiert und ich kann jetzt hier sagen, mach mir von diesen Dingern mal einen CSV-Export. Da kann ich sagen, lade mir die Bilder gleich mit runter oder mach mir mal nur einen CSV-Export. Ich mache mal nur einen CSV-Export. Das war es schon. Das heißt, ihr seht dann hier, ist einfach ein CSV erzeugt worden, der die URLs, der die ganzen Metadateninhalte enthält. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch diese InDesign-typische Data-Merge-Geschichte und muss hier die Data-Source damit verbinden, was ich jetzt hier schon mal gemacht habe. Und wenn ich jetzt hier auf ein Preview klicke, und dann seht ihr, werden die ganzen Sachen direkt formatiert. Die Formatierung kommt halt ein bisschen durch die Grep-Styles, die ich da jetzt angelegt habe, weil das ja alles Plaintext ist, was in diesen Metadatenfeldern hinterlegt ist. Aber das heißt, ich spare mir die ganze Formatierung, die ich eigentlich manuell irgendwo machen müsste. Auch diese hochgestellten Ziffern und so weiter, das kann ich alles über Grep-Styles machen. Und ich kann dann natürlich dann sagen, wenn ich die ganzen Produkte hier zeigen möchte, sage ich, mache mir mal ein Merge Document. Ich mache jetzt hier mal ein Preview. Das heißt, da werden die Bilder anhand der Spalten, die ich halt natürlich hier vorgegeben habe, wie die Einteilung ist, werden die hier in das Layout einfach reingerendert. Ich habe Previews hier von der Seite 1. Ich kann auch mal auf die Seite 2 springen. Da sind dann die anderen Produkte drin und wenn ich damit zufrieden bin und ich klicke auf OK und dann werden diese ganzen Assets, die ich jetzt in dem CSV-Export hier gezogen habe, einfach in mein Layout reingerendert. Und wie ihr seht, hat er jetzt im Moment 1, 2, 3, 4 Seiten. 4 Doppelseiten angelegt und die Produkte sind da alle drin. Das Schöne ist, ich kann die ganzen Einstellungen, wenn ich das Dokument jetzt wieder in die Box oder in mein Quellsystem zurückspeichere, kann ich die alle mitspeichern, mit anhängen. Das heißt, wenn der Nächste irgendwie andere Produkte auswählt, muss er eigentlich nur auf CSV-Export klicken und kann die ganzen Funktionen dann auch wieder nutzen, mit anderen Produkten versehen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dann natürlich mit anderen Dokumenten zu arbeiten, indem ich sage, okay, ich möchte den CSV-Export, den ich eben gemacht habe, jetzt in einem anderen Dokument nutzen. Dann ist das kein Problem. Dann nehme ich zum Beispiel ein Dokument, das vielleicht so aussieht und öffne das in InDesign. Und jetzt kann ich hier einfach wieder das gleiche Spielchen durchführen. Ich mache mal ein Preview. Wie sieht ein Artikel aus? Okay. Und dann sage ich, mache mir hier nochmal ein Merge-Document. Der nochmal ein Preview. Ich meine, das kennt ihr ja alle.
Der Witz ist halt einfach, ihr kriegt alle Metadaten und die Bilder auf einen Knopfdruck in ein Verzeichnis. Und die CSV hat immer den Link zu dem Asset. Das heißt, man muss überhaupt gar keinen Kopf mehr machen. Ja, solange man diese CSV im Prinzip einfach aus seinem System lädt, kann man damit jede andere Automatisierung irgendwie machen. Ja. Das, funktioniert natürlich auch mit unterschiedlichen Layout-Formaten. Also wenn ich diese unterschiedlichen Layout-Größen dann in dem Dokument habe, ja, kann ich das natürlich auch durchführen, wenn ich beispielsweise Posts in InDesign erzeugen möchte, Skyscraper oder was auch immer. Völlig klar. Dann kann ich das laufen lassen, ja. Oder ihr könnt aus den Daten automatisch einen Serienbrief machen. Ja, also das ist am Ende sind die Daten, ohne dass man irgendwie viel wissen muss, wie die Verzeichnisstruktur ist und man selber eine Excel anlegt, indem man die Metadaten da reinkopiert, braucht man halt alles nicht machen. Ist halt einfach alles mit drin. Hat natürlich seine Einschränkungen, ist immer wieder die Diskussion, ja, brauche ich denn dann kein Katalogtool? Doch, braucht man natürlich, weil die können ganz viel mehr. Aber unsere Idee ist so, dass man sagt, es gibt ganz, ganz viele Sachen, bei denen jemand einfach ganz schnell mal Zugriff auf sowas braucht. Und das ist halt einfach mit eingebaut. Fertig. Total easy. Peter Fischer, du hast eine Frage zum Customizing. Ich würde dich aber bitten, die Frage vielleicht selbst zu stellen, wenn du dich einfach entmutest, weil ich weiß nicht, ob die so verständlich ist. Es geht dabei um das Anpassen an lokale Anforderungen. Das scheint mir ein bisschen allgemein, lieber Peter. Ja, ich bin zu hören. Ich wollte einfach nur grundsätzlich wissen, ob es die Möglichkeit gibt, dieses Panel eventuell auch an ganz individuelle Anforderungen noch anzupassen oder ob es das nur so in der Form, also nur in Anführungsstrichen, ob es das nur in der Form gibt, wie es halt jetzt hier gezeigt und angeboten wird. Was könnte das denn sein? Ja, bestimmte Sachen, die vielleicht direkt aus einem DAM-System angeboten werden. Also ich habe da jetzt nicht ganz konkreten Fälle vor Augen, aber so halt bestimmte Funktionalitäten aus einem DAM-System, ob das eventuell halt dann noch anpassbar ist oder ob das halt eben so in der Form, wie es jetzt programmiert ist, dann auch unverändert nur genutzt werden kann. Also wir entwickeln das Panel jede Woche weiter. Mir würde jetzt nicht einfallen, was du damit meinen könntest, also keine Ahnung, ich würde mal sagen, ja, kann man machen. Mhm. Ja, also so. Im Endeffekt was auch, ist ja so, alles, was es DAM zur Verfügung stellen kann, dann können wir ja hier abbilden. Ja. Mhm. Also das... Ich glaube, es ist erstmal eine allgemeine Frage. Ja, man kann das machen. Was wir nicht machen und was wir versuchen zu vermeiden, ist, dass wir tatsächlich eine kundenindividuelle Sache bauen. Das haben wir schon mal gemacht. Aber an für sich würde ich sagen, wenn es etwas gäbe, was ein DAM könnte, und das kann jemand gebrauchen, dann könnte man das wahrscheinlich allen zur Verfügung stellen. Mir wird schlichtweg überhaupt nichts einfallen, was ein DAM spezifisch machen würde. Mhm. Also wenn du jetzt über so Sachen redest wie Assets locken, ja, oder Assets anlocken oder Verwendungsnachweise zu laden. Also ich lade ein InDesign hoch und ich will automatisch wissen dann in meinem DAM-System, welche Bilder sind denn in diesem InDesign und wo befinden die sich in meinem DAM. Ja. Das geht sowieso. Ja, wenn das DAM das kann, dann funktioniert das automatisch. Assets locken und anlocken geht. Umrechnen geht, Previews gehen, Workflows gehen. Also wenn dir noch was einfällt, schreib mir eine Mail. Nee, ist aber schon ganz gut zu wissen, wenn ihr sagt, ja, dass ihr da so sehr kurze Entwicklungszyklen habt irgendwie. Also dass man nicht sagt, irgendwie, da wird ein Update einmal im Jahr rausgebracht und dann sind das die Funktionen, die zur Verfügung stehen, sondern halt, dass da so... Wir machen jeden Sonntag ein Update. Mit verschiedensten Kunden halt quasi das Produkt dann so... Ja, also wir haben inzwischen, ich weiß es gar nicht, aber es sind ungefähr, also es sind mehr als 10.000 Benutzer und wir kriegen regelmäßig Ideen und die setzen wir um. Ja, also wenn ihr Ideen habt, die tatsächlich, wo du sagst, das
könnte aber irgendwie, es fehlt mir. Hm. Her damit. Okay. Her damit. Ja. Wie verhält sich jetzt ein System, kann natürlich auch InDesign sein, wenn, oder halt eben WordPress, wenn ich dort ein Bild, eine Datei rein platzieren will, die gar nicht kompatibel ist? Also im WordPress vielleicht eine InDesign-Datei und in InDesign vielleicht ein 3D. Das wäre doch cool, wenn es trotzdem ginge, oder? Das wäre super. Ja, das geht. Also, das geht. Also, was wir zum Beispiel machen, das ist eben so eine Funktion, die wir dann dazu addieren. Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr im PowerPoint seid und wollt im PowerPoint jetzt eine Illustrator-Datei verwenden, dann könnt ihr im Prinzip sagen, wenn ihr die einfügt, wird das automatisch ein JPEG. Ja, dann wird das automatisch in ein Format konvertiert, solange man das eben kann, ja, das für das Zielprodukt kompatibel ist. Wo immer wir das können, machen wir das. Ja. Das ist unabhängig vom System, in dem die Datei drin ist, weil du hattest eben mal gesagt. Mh. Das versuchen wir zu machen. Also wir haben, wie gesagt, diese Kompensationsservices, ja, und die versuchen einfach möglichst einen Gleichstand über alle Systeme hinzukriegen. Und manchmal berechnen wir dann was um oder wir ziehen uns eben bei einer Dropbox zum Beispiel, da laden wir im Prinzip immer das erste Teil von dem InDesign und dann extrahieren wir das Preview und das Preview benutzen wir dann, um für Dropbox ein Preview zur Verfügung zu stellen. So, das können die zwar nicht, aber das machen wir dann irgendwie trotzdem. Und so ist das auch mit den Umrechnungen. Ich bin jetzt hier in WordPress und ich habe jetzt mal einen Bildplatzhalter gesetzt und jetzt hole ich mir mal ein Bild. Ich meine, ich kann das ja auch noch mal kurz zeigen. Also ich habe jetzt hier ein Bild Platzhalter gesetzt und ich möchte jetzt dort ein Bild platzieren. Dann springe ich hier in CI Hub. Also ich kann entweder in die Meta-Library oder direkt in CI Hub springen. Bin jetzt hier auch wieder mit der Box verbunden. Und ich habe natürlich jetzt hier wieder die gleichen Funktionen. Das heißt, ich kann mir jetzt mal ein paar größere Previews anzeigen lassen. Ich kann auch diese über die Hover-Funktion sehen. Okay, hier ist die Original ausgewählt als Conversion Rate. Ich habe jetzt hier ein Word-Dokument. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, oh, das Word-Dokument, das würde mir jetzt genau passen. Und dann hole ich mir halt ein Preview von diesem Word-Dokument. Und dann kann ich das hier einbinden. Das heißt, ich kann also Previews von Word-Dokumenten nutzen, die ich sonst nicht platzieren könnte, aber die kann ich jetzt halt hier mal locker einbinden. Ich kann aber auch springe ich nochmal rein. Ich kann aber auch zum Beispiel, wenn ich ein, ich hoffe, dass ich ein Illustrator-File irgendwo finde. Ja, hier ist ein Illustrator-File, wie ihr seht, ein AI. Ich habe als Rendition ein JPEG gewählt, ich kann aber auch ein PNG wählen, je nachdem, was ich hier gerade brauche. Ich selecte das und füge das hier ein und dann habe ich aus ein Illustrator-Dokument hier als Rendition eingefügt. Also das ist auf alle Fälle auch möglich. Und was natürlich bei der ganzen Chose super cool ist, was wir natürlich ansonsten nirgends haben. Ich gucke da noch mal rein in dieses CI-Hub-Plugin und ihr kennt ja von vorhin noch von InDesign diese Links-Tabelle. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, Bilder, die ich aus der Box platziert zu habe, immer zu checken. Das heißt, gäbe es eine neue Version, würde ich das hier erkennen. Das heißt, ich muss mich nicht auf mein Auge verlassen, sondern ich werde hier einfach informiert. Gibt es in meinem DAM-System oder in meinem Cloud-Storage-System eine neue Version eines Bildes oder wurde eins gelöscht? Dann werde ich das hier sehen, wenn ich einfach hier diese Checkbox drücke
Und dann kriege ich direkt angezeigt, wo Probleme auftauchen könnten und wo es etwas Neues gibt und so weiter. Dann kann ich das direkt hier wieder verlinken. Das heißt also, die Verbindung vom platzierten Asset in WordPress zum Quellsystem, wo das Asset liegt, die bleibt im Hintergrund immer vorhanden und ich kann das auf Bedarf immer checken. Und das geht im Prinzip, wenn ihr auf einem Post oder auf einer Seite seid, könnt ihr alle Bilder, alle Assets checken, die auf der Seite sind. Oder wenn ihr das Ding in der Media Library aufruft, dann könnt ihr quasi die gesamte Media Library checken, ob alles, was da drin ist, noch neu ist oder aktuell ist. Ja, geht im Prinzip immer beides. Das ist ja total super. Also man kann ja dann parallel, im wahrsten Sinne des Wortes, parallel produzieren. Also irgendwie das eine und dasselbe Bild ist im InDesign eingebaut und auf meiner WordPress-Seite. Und wenn mir dann im InDesign auffällt, hoch da hinten steht ja einer, den will ich da wegretuschieren, dann retuschiere ich den weg im Photoshop. Und wenn der Nächste das im WordPress halt aktualisiert, dann ist der weg. Der ist dann weg. Der ist weg. Ja, genau so ist es. Ja. Knaller. Und das kannst du mit deiner Dropbox verbinden oder mit deinem Google Drive oder mit was auch immer oder mit deinem, wenn du eben Corporate bist, mit deinem Zählungssystem oder mit deinem whatever, ja. Und dann macht er das da halt einfach. Fertig. Da fällt mir noch eine andere Frage ein, wenn das jetzt hier reinpasst. Klar. Also ich habe jetzt hier irgendwie so einen 8-Seiter irgendwie im InDesign gebastelt und möchte mit dem Bildmaterial jetzt auch in WordPress die Seite gestalten. So. Wie kriege ich jetzt dieses Paket von den Bildern, die da in meinem InDesign-Dokument jetzt verwendet sind, wie kriege ich die jetzt geschickt in WordPress? Also genau die 17 Bilder will ich jetzt im WordPress irgendwie in einem Knoten. Na, die würdest du ja aus deinem InDesign-Dokument in dein Google Drive schieben. Okay. Und dann würdest du aus dem Google Drive dein WordPress bestücken. Ah, okay. Und das ist eben, also das macht das eben auch, wenn du, Gerd, könntest du hier netterweise mal auf das Link-Panel gehen, bitte? Das werden wir jetzt hier nicht sehen. Also, das kann ich nur erklären. Wenn ihr diesen Check laufen lasst und zum Beispiel, du bist jetzt hier mit deiner, in dem Fall, gut, das ist jetzt Quatsch mit einem Unsplash, du bist jetzt mit irgendeinem System verbunden und du hast jetzt lokal ein neues Bild erfunden oder gemacht. Ja? Mhm. Hast irgendwas gezeichnet, gemalt, gedingst. Das ist jetzt Bestandteil deines InDesign-Dokuments. Ja? So. Und jetzt bist du irgendwie am Ende deines Arbeitstages, hast das Ding irgendwie gesetzt. Dann kannst du einfach den Check-Knopf laufen lassen. Ja? Und dann würde dir das System zum Beispiel auch sagen, Gerd, wenn du wieder zurückgehst. Sorry. Ja, wenn du das jetzt laufen lässt und du hättest jetzt quasi ein neues Bild in deinem InDesign, was aber noch nicht in deinem Google Drive ist, dann würde der das eben auch feststellen. Und hier vorne gibt es diesen Plus-Knopf. Ja, dann würde er dir sagen, möchtest du gerne alle Bilder, die in deinem InDesign-Dokument jetzt neu sind, die aber noch in deinem Google Drive fehlen, willst du die nicht automatisch da hochladen? Und dann synchronisiert er dir quasi alles, was fehlt aus deinem InDesign-Dokument in deine Datenbank und eben umgekehrt. Und alles, was in deiner Datenbank neuer ist als in deinem InDesign, würde dir im Prinzip runterladen. Und wie gesagt, und das kannst du eben tatsächlich auf Einzelbasis machen, ja, und kannst dann sagen, so ist das. Also wenn Gerd, wenn du jetzt von deiner lokalen Platte irgendein Bild, ja, das wollte ich gerade machen, ja. Von der Katze da reinmachst, dann. Also man muss dazu sagen, das, was hier in der ersten Zeile steht, das sind so Bulk Operations. Wenn ich jetzt hier zwei Bilder von der lokalen Platte positioniert hätte und dann würde das angezeigt, die sind lokal nur gespeichert, sind aber auf dem Zielsystem nicht verfügbar. Wenn ich hier klicken würde, würde er sagen, add mir zwei Files von der lokalen Festplatte in mein Zielsystem. Also da muss ich noch nicht mal manuell irgendetwas tun. Das würde er praktisch direkt damit ausführen. Ich kann das ja einfach nochmal machen, indem ich jetzt hier irgendwas Furchtbares mache. So, ich speichere das jetzt mal lokal auf meiner Festplatte.
Geh mal auf meinen Schreibtisch und nenne das mal Testbild. Und ich bin jetzt hier in meinem InDesign und ich platziere jetzt mal ein Bild hier. Dein Testbild. Platziert. So, und wenn ich jetzt diese Checkbox hier laufen lasse. Jetzt einmal refreshen müssen. Achso, muss ich einmal zurück und hier. Du kannst, ja. So, ich prüfe jetzt alle Assets, die hier drin sind. 30 oder wie viel das sind? 24 sehe ich gerade hier. Und jetzt sehe ich hier diesen kleinen Plus-Button, ja? Das heißt, im Endeffekt, dieses Bild ist nur lokal irgendwo verfügbar und remote nicht. Wenn ich jetzt hier den Plus-Button klicke, ich muss natürlich gucken, welchen Ordner ich hier ausgewählt habe, aber kann ich rumspielen. Okay. Wenn ich jetzt hier diesen Plus-Button klicke, würde ich dieses Bild gezielt in mein Quellsystem hochladen. Nutze ich diesen Button, und dann sieht man hier in dem Popover steht drin Add One File. Der erkennt also, dass nur einer von diesen 24 Files nicht in meinem Quellsystem ist. Wenn das jetzt fünf wären, würde er das auch erkennen. Das heißt, ich klicke dann halt einfach hier drauf und dann schubst er mir das Bild hoch. Und so kann ich praktisch sämtliche Assets, die ich einmal lokal hatte, mit einem Mausklick einfach hochschubsen. Ich kriege hier eine Meldung, successfully uploaded, und wenn ich jetzt halt hier reingucke und dann sehe ich hier dieses Bild, was ich eben lokal platziert habe, jetzt in meiner Dropbox. Und wenn ich jetzt natürlich in mein WordPress wechsle und mich mit der Dropbox verbinden würde, dann würde ich das hier sehen, das Bild. Bei Mehrfachänderungen, beispielsweise verschiedene Hefte, kann man statt virtuellen Versionen Kopien herstellen. Ja. Dann also aus dem Photoshop diese Version hier nehmen, und ich muss jetzt nicht sagen, aktualisiere mir diesen File, mach mir hier eine weitere Version daraus, sondern ich kann natürlich auch über diesen Plus-Button sagen, mach mir ein neues File. Mach mir ein neues File und ich nenne das jetzt mal Testbild kaputt oder so. Du musst es oben noch auswählen. Und wenn ich auf OK gehe, dann kann ich jetzt praktisch dieses Bild als neues Asset hier hinzufügen. Okay, und wenn ich es im InDesign kopieren würde, geht das auch? Ja. Ja, klar. Also ich mache sozusagen eine InDesign-Datei, kopiere mir die. Mhm. Mhm. Und gehe dann auf alle Bilder und verknüpfe sie mit einer Kopie von sich selbst sozusagen. Mhm. Okay. Wenn auch jemand mit Figma oder mit Sketch arbeiten sollte, funktioniert auch in Figma und Sketch, und hat auch, das ist auch das einzige Plugin, was ich derzeit kenne bei Figma und Sketch, was nämlich exakt dieses Link-Panel oder dieses Check-Panel auch für Figma und Sketch hat. Das heißt, die Designer können dann auch damit arbeiten, und sind immer mit dem, haben immer Zugriff auf das Quellbild, wenn es abgedatet werden würde oder so. Update. Wir versuchen, das Link-Panel überall zu platzieren. Das einzige Produkt, wo es nicht geht, ist im Moment Microsoft. Aber irgendwann hoffen wir, dass das auch mal kommt. Lieber Andreas, lieber Gerd, vielen, vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Ich fand es super spannend. Gerne, das war uns ein Vergnügen.